The Reload TV proudly presents Jacqueline Norris-Shepherd spricht mit Warlord Okia. Und jetzt, was fragt man? Genophage und Zahlen. Ach nee, bin ich langsam habe ich gesagt hier. Genophage, will ich nichts mehr drüber wissen. Deal mit den Kollektoren. Was haben Sie von den Kollektoren bekommen? Ich brauche alle Informationen, die Sie haben. Sie sind seltsam. So isoliert und doch so verfügbar, wenn man ausreichend große Opfer bringt. Ich habe ihnen viele Kroganer gegeben. Ach, na toll. Ich habe vielleicht Informationen für sie. Aber die ganze Tech steckt in meinem Prototypen. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man sie einsetzt, ohne das Versuchsobjekt umzubringen. Die Todesfälle waren bedauerlich. Aber ich muss nur ein einziges Mal Erfolg haben, um den Prozess in Gang zu setzen. Was können wir denn da? Gefühllose Fanatiker. Ich übergebe sie an Zerberus. Ja, ist er fertig? Wenn Ihr Haustier von einem Soldaten wirklich so stark ist, wie Sie glauben, hätte ich vielleicht Verwendung für ihn. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Achtung, ich habe die befreiten Kroganer geortet. Es ist natürlich Okia. Sein Projekt wird ausgelöscht. Wir neutralisieren seine Soldaten und fangen mit seinen Daten von vorne an. Tanks fluten. Uh-oh. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Ja. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Zicke ihn an! Tut mir leid, Doktor, aber es sieht so aus, als sei Ihre Position gerade deutlich geschwächt worden. Ich verstehe. Aber wenn Sie uns alle vergiftet, bekommen Sie gar nichts. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Chedor ist anscheinend eine Frau. Das war die, die die ganze Zeit wahrscheinlich über die Lautsprecheranlage durch die Gegend gebrüllt hat. Können wir da noch irgendwas mitnehmen? Nee. Also, dann machen wir sie fertig. Die Mutti. Müssen wir hin? Hier runter. Alles klar. Rambazamba. So, komm. Mit euch, seid ihr dabei? Hallo. Komm. Tür auf. Also, wo bist du denn? Haben wir sie. Oh, was war das? Ja, da wäre ich aber auch dafür. So, dann geht einer mal da. Oh, das war der falsche Knopf. Schon unterwegs. Was ist denn jetzt? Einer daher. Komm, dann gehen wir hin. Oh! Was haben wir da denn? Hau ab! Meine Schilde sind unten! Geh weg! Organa, los geht's! Munition? Hammer! Jawohl! Oh, meine Fresse! Oh Mist! Klappt's jetzt? Jawohl! Ich baue es wieder auf! What? Oh, bringt nicht viel. Stärker sein. Oh, Mami! Komm, aufstehen, ihr zwei. Auf! Ab! Verdammt! Ich hau dir eine rein, Alter. Ich hau dir eine rein. Was haben wir da denn? So. Miranda, Überlastung? Wie schaut's aus? Hörst? Na, also. Da kommt. Haben wir noch eine? Volle Deckung. Sie können nicht alle mitkommen. Miranda, Garrus, Überlastung. Jawohl. Aua. Werde beschossen. Okay, so das Schild hätten wir schon mal weg. Erledigen Sie sie. Ich mach sowieso so, ein Warp.
verdammt! Oh, verdammt. Hm. Fortfahren. Ich bin geschockt. So ein... Oh, jetzt bin ich sauer. Oh, jetzt bin ich ja so sauer. Oh, bin ich sauer. Geh in Deckung! Alles klar! Jetzt kommt's! Okay. Naht auf, Mann. Was dauert denn das so lang? Hin? Ja. Zerlegt's denn euch ständig? Was soll denn das? Und diese blöden Grokkaner. Au, ums Eck, wie gemein. Oh Mann. Eine doofe Tussi. Vorsicht! Primärverteidigung offline. Primärverteidigung offline, das klingt ja super. So, jetzt kriegst du einen auf den Latz, Alter. So, komm her. Komm her. Komm her. Aufpassen! Überlastung ausgelöst. Hey, lass ihn in Ruhe, Mann. Alter, fahr weiter. Ich hau dir aufs Maul. Ah, brauchen wir gar nicht mehr. Ist die erledigt. Zieh dich. So. Alles her zu mir. Schon unterwegs. Aber sicher. So, wo ist jetzt die Mutti? Da oben ist sie doch, ne? Mist. Brochen? Ich zünde sie an. Überlastung. Gerüst. Also. Einen Warp. Ja, die nur Raketen oder was? Bleib mal wenn da. Zeig dich mal. Alarm im Labor. Verdammt, was macht okay da hinten los? Der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okias Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Ach, Idi. Ich habe einen neuen Knopf entdeckt. Den ich hau dir aus Maulknopf. Der ist da. Yeah. Bam. Gefällt mir. So. So, da, da hinten ist noch Munition. Ole, ole, ole. Geht das eigentlich auch damit? Aha. Ah, Munition voll. Hm. Geh auf. Whatever. Gehen da rein. Ich wüsste, was die Kollektoren von den Menschen wollen. So, da spricht's. Aber alles steckt in meinem Prototypen. Mein Vermächtnis ist rein. Dieser eine Soldat, dieses grantige Frontschwein. Perfekt. Grantige von Schwein. Alles klar. So, da liegt er. Konsole benutzen. Eintöten und mitnehmen. Es ist schon eingetötet. Warum sollte so ein Fanatiker sich für einen einzelnen Kroganer opfern? Ist egal. Wir wissen nicht, was Okay in seinem Kopf reingestopft hat. Das Ding freizulassen könnte ein Fehler sein. Er ist unverzichtbar. Na klar, guck mal, wie groß der ist, Mann. Den nehmen wir mit. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag. Und sowas können wir eigentlich immer brauchen.
So schaut's aus. Falls er uns hilft. Ich bezweifle, dass ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hat. Normandy, vergessen Sie Okia, aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Ist er nicht süß? Ziemlich groß. Ja. So, Mission erfüllt. Stufenaufstieg, Mission zur Zusammenfassung. Klonanlage zerstört, schon wieder. Die 2D. Okir tot. Aber sein Sohn wurde geboren. Verlust von Okir könnte kein Problem sein. Shivert soll entscheiden, ob der Krogane aktiv werden soll. So, und dann haben wir hier Mikrophasegewebe. Kroganische Vitalität. Benutzen Sie den Forschungscomputer im Labor Normandy, um dieses Upgrade herzustellen. Gruppenmitglied Upgrade. So, alle kroganischen Gruppenmitglieder. Das wäre dann quasi, wenn, dann nur einer, erhalten 25% Gesundheit. Alles klar. Präzisionsgewehr, Schaden, Waffenupgrade, ole ole. Credits haben wir erhalten, 38.000, ja, ich werde verrückt. Platin gefunden, 2000, Bericht schließen, beenden. Was haben wir da? Jeder Rang, eine Kraft, kostet Punkte. Ach so. Höhere Ränge kosten mehr Punkte. Aber dafür werden ihre Fähigkeiten auch dramatisch verbessert. Ich verstehe. Den Kroganer zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Behalten Sie es für sich. Wissen Sie was? Der Tank ist hier und da bleibt er auch, bis ich entscheide, was damit geschehen soll. Ende der Diskussion. Genau, Ruhe jetzt. Das ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Ja, und jetzt verzieh dich, Schabracke. Die Miranda gibt mir auf die Eier. Beziehungsweise auf die Eierstöcke. So, kroganische Vitalität. Ja, das haben, wissen wir doch alles schon. Jetzt machen wir Folgendes, und zwar... wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So, da gehen wir durch. Und dann gehen wir hier hin. Und dann Waffen-Upgrades betrachten. So, und dann Waffen-Upgrade, bla bla bla. Erhöht Schaden um 10%. So, Forschung. Das möchte ich gerne haben. Wenn wir in Zukunft dann den Garrus mitnehmen, dann kriegt er das Präzisionsgewehr. So, was haben wir hier noch? Medikalkapazität. Nee, komm, das reicht eigentlich immer. So, das wollte ich eigentlich machen. Offscreen beim letzten Mal. Allerdings 50.000 Platin kostet die Schose. Also, dass wir keine Narben mehr haben. In the face. Was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir denn jetzt noch? Ah ja. Folgendes, und zwar betrachten. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Machen wir hier Forschung. Das will ich haben. Und gibt es nochmal? No. Only once. Okay. So. Dann weckt man auf den Typen. So, der ist ganz unten, gell? Ja, kroganischer Tank. Auswählen. Überwachungsstation. Was gibt's da? Drop Shuttle. Ah, das ist das Teil, was wir hier hinten eingeklinkt sehen. Maschinenraum? Nee. So, wo ist er denn drin? Da drin? No. Negativ. Maschinenraum? Auch nochmal? Nee. Elevator. Wo war denn das wieder? Verdammt, da. Port Cargo. Check, da haben wir einen. Maschinendeck, ja. So, wollen wir ihn aufwecken? Bomber in Rolllasse! Das Jawohl. Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Wie sieht es aus? Ist der gefährlich? Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Also ob ja. Er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okirs Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Das sieht doch süß aus, Mann. Ist der bei Bewusstsein? Kann er da drin was sehen?
Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Mhm. Schwert bekloppt. Irgendwas Seltsames. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Subjekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Hm. Der ist süß. Komm, lass ihn raus, Mann. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Bla, 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 bla. Idee. Ich lasse mich auf meinem eigenen Schiff von meinem eigenen Schiff nicht in Frage stellen. So, Schatz. Ausführung. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Tja, wo muss ich unterschreiben? Sweet. Na? Na. Aua. Mensch. Weiblich. Bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum wollen Sie, dass ich versuche, Sie zu töten? Wollen? Ich tue, wozu ich geschaffen wurde. Kämpfen und herausfinden, wer der Stärkere ist. Im Tank wurde ich nie gefragt, was ich will. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Diese Prägung fand nicht statt. Er ist gescheitert. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. So, jetzt pass mal auf, Kollege hier. Ich habe Sie rausgeholt und freigelassen. Folgen Sie meinen Befehlen, dann gebe ich Ihnen einen Lebensinhalt. Nichts in den Schulungen im Tank hat darauf hingewiesen, dass Menschen so konsequent sein können. Ja. Sie scheinen Ihr Kommando tatsächlich verdient zu haben. Check. Meine Feinde bedrohen Galaxien. Jeder auf meinem Schiff hat sich seinen Platz verdient. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Frauen. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Ja, Erfolgsupdate der Kroganer. Alles klar, 5 Abtrünnigenpunkte. Ja, nicht schlecht. So, dann quatsche ich erstmal nicht weiter mit dem. Und dann war es das auch soweit von diesem Teil von Let's Play Mass Effect 2. Und ich gehe jetzt noch hoch ins Kampfinformationszentrum. Und dann, ja, schaue ich, was wir als nächstes machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ja, ciao.